Saisonheimauftakt 2015 in der ersten Regionalliga. Die Korbjäger mit einem stark veränderten Kader. Gehalten wurden aus der Vorsaison Barzenz, Leonard Oehlmann und Kai Deke. Coach Freiheit in seiner siebten Saison bei den Hannoveranern. Und dies mit folgender Aufstellung. Gail Hülsen und Sigi Manta Simonis auf den Spielmacherpositionen. Die Flügel besetzen zwei Neuzugänge aus den USA. Vincent Garrett und Adrian Cuino. Der Mann unter dem Korb ist wie im Feuer Leonard Oehlmann. Ein weiterer Neuer bei den Grünen ist der Engländer Ismael Fontaine. Der Flügelspieler wechselte vor der Saison nach Hannover vom heutigen Gegner. Und zwar von den Red Dragons aus Königs Wusterhausen. Die Berliner kämpften letztes Jahr lange um den Abstieg. Trainer Dirk Stinke hat aber dieses Jahr sein Team deutlich verstärkt, wie zum Beispiel mit dem Spielmacher Süleyman Diallo. Letzte Woche feierten die Korbjäger gleich den ersten Sieg bei Alba Berlin. Sigi Manta Simonis war einer der Besten und heute legte er auch gleich wieder los. Der Litauer hier nicht zu stoppen. Die Dragons aber immer mit einer Antwort parat. Glenn Isebigi im Duell gegen Oehlmann. Zwei Punkte und holt noch einen Foul raus. Aber für die Führung reichte es nicht. Adrian Quino mit dem Pass auf Vincent Garrett, der schließt gekonnt ab. Und auch in der nächsten Szene ist der Amerikaner beteiligt. Mit einem wichtigen Offensivrebound leitet er den Dreier ein. Simonis 10 Punkte von ihm im ersten Viertel. Das erste Viertel ging klar an die Hausherren. Und so startete man auch ins zweite Viertel. Simonis passt super auf Leonard Oehlmann. Er hatte heute einen Spitzentag und sollte mit 19 Punkten der Topscorer werden. Immer mehr übernahmen die Grünen die Kontrolle. Leichte Punkte für Ismael Fontaine. Doch die Berliner gaben nicht nach und schlichen sich langsam wieder ran. Arne Levron startet durch. Halbzeitstand 34:30. Alles noch offen. Start in die zweite Hälfte und auch hier konnten die Roten einfach nicht das Spiel drehen. 46:42 für die Hannoveraner. Es schien, als ob die Korbjäger bald davonziehen würden. Adrian Cuino. Dann jedoch der Dämpfer. Königs Wusterhausen legte eine kleine Serie ein und glich dann sogar aus. Levron passt auf Alexander Pankonin. Die Korbjäger versäumten es, den Sack zuzumachen und mussten nun im Schlussviertel noch um den Sieg zittern. Der Grund für den Leistungseinbruch? Immer wieder Fehler im Spielaufbau. Vincent Garrett läuft in vier Gegenspieler rein. Toroman legt schön ab auf Diallo. Sprung in die letzte Minute. 4 Punkte Rückstand für Hannover. Cuino mit dem Dreier und nur noch ein Punkt Rückstand. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Vincent Garrett nimmt die Verantwortung in die Hand. Zu kurz, doch Leo Oehlmann ist zur Stelle. Doch gleich daraufhin der direkte Gegenzug. Und auch der ist drin. Das war's. Die Red Dragons holen sensationell 2 Punkte in Hannover. 2 Punkte, welche die Korbjäger gebraucht hätten, sich erstmal oben auf der Tabelle festzusetzen. So belegt man nun im sicheren Mittelfeld den 6. Platz. Trotz der Niederlage sind die Korbjäger guter Dinge für die kommenden Spiele.
I mean, obviously we're disappointed with today's loss, but we have really high expectations for us this season. We really don't talk how many wins, but just know that we set high expectations for us this season and we plan on doing well. Nächster Gegner am Hochbehälter ist am 10.10. der ASC Göttingen.